Hi, ich bin Sascha, der Fleischsommelier von Don Carne. Und heute ist unsere Weltreise gestoppt in Australien. Und Australien hat einfach große Weiden, große Flächen. Was haben die sich gedacht? Wir machen doch die besten Tiere und geben denen einfach viel Auslauf. Und ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz tolles Projekt. Das sind die Jack's Creek Farmen, die eigentlich erst angefangen haben mit einer Wagyu-Zucht. Das machen sie auch noch. Aber viel größer und besser ist das Black Angus von denen geworden. Dafür sind die 2015 auch ausgezeichnet worden mit diesem World Best Steak Challenge Award in England. Ja, und heute wollen wir da eigentlich das Rinderfilet machen. Hier sieht man auch schon, wie groß das einfach ist, wie super dieser Zuschnitt ist. Also wir haben nicht mehr diese Seitenkette einfach daran, das parieren die super ab. Die Silbersehne ist natürlich ein bisschen drauf. Und ein bisschen Fett. Das hat man beim Rinderfilet eher weniger. Aber dadurch, dass die da einfach diese 170 Tage Korn-Mais-Fütterung haben, setzt das natürlich auch ein bisschen am Rinderfilet an. Aber das ist jetzt wirklich nur minimal. Das kann man auch eigentlich gut dran lassen. Wir machen jetzt einfach nur diese kleinen Fetzen. Die schneiden wir einfach ein bisschen zu. Ne? Die stören nachher einfach ein bisschen beim Braten oder beim Grillen. Ja, aber was wir eigentlich alles komplett aus dem Rinderfilet machen können, das möchte ich eigentlich heute nochmal zeigen. Und wir machen eigentlich nicht nur eine Sache, sondern wir machen drei, vier Sachen. Und ich glaube, da gibt es ganz tolle Beispiele. Wenn man jetzt wirklich das nochmal sieht, man nennt diesen oberen Teil hier, wo dieser Seitenmuskel jetzt nochmal ist, das ist so dieser Filetkopf. So bis hier würde ich das sagen. Hat man diesen Seitenmuskel, das wäre auch so dieser klassische Chateaubriand. Dann ist das bis zu dieser Mitte, also es gibt nichts Festgelegtes, ne? So bis zu dieser Mitte ist so dieses Mittelstück. Dann kommen die Mignons, das sind so die kleineren Medaillons und dann noch die Spitze. Aber es gibt eigentlich nichts Abwertendes beim Rinderfilet, weil das alles einfach super zart ist. Das liegt einfach daran, dass der Muskel einfach der ist, der am wenigsten beansprucht wird beim Tier. Der sitzt halt ganz hinten beim Rücken. Und was man eigentlich hier nur machen muss, ihr seht jetzt hier diese Silberhaut. Einmal mit einem scharfen Messer drunter. Und dann kann man eigentlich unter diese Silbersehne gehen, festhalten, stramm ziehen. Dann kann man ganz langsam da so entlang. Einfach mit ein bisschen Druck und ein bisschen Zug kriegt man das wunderbar gelöst. Das Fleisch ist auch einfach so weich, ne? Das merkt man schon beim Anfassen einfach, dass es super, super soft nachher sein muss. Was man wirklich auch nochmal zu Australien sagen kann und dieser Haltung, die die dort haben. Es ist schon Betrieb, die haben schon ein paar Tiere dort stehen, aber die haben halt einfach diese Fläche, ne? Wo die Tiere einfach dann frei rumlaufen können. Die sind natürlich in Zaunanlagen, aber dennoch hat das nichts mit Stallhaltung zu tun, sondern wirklich frei können die sich da bewegen. Und am Ende einfach diese Korn-Mais-Fütterung. Die macht natürlich dann einfach auch die Qualität aus, aber auch vor allem die gleichbleibende Qualität. Damit erzeugen die einfach etwas Stabilität und diese Qualität einfach, die die erzeugen und sagen, ihr Tiere, geht auch noch draußen, macht und tut, was ihr möchtet. Ne? Das hat vielleicht immer diesen Gedanken von so einem optimalen, aber dennoch beeinflussen die das mit dem Futter. Und dadurch ist es einfach, man muss sich vorstellen, diese Korn-Mais-Fütterung ist einfach so dieses Leckerchen. Wie wenn
Kinder die Süßigkeiten bekommen, ist das für Rinder, diese Kornmaisrotteln, einfach was Besonderes, was Leckeres. Da stürzen die sich drauf und dadurch setzen die natürlich dann auch nochmal dieses intermuskuläre Fett an. Und dadurch erzeugen die einfach diese gleichbleibende Qualität. So, jetzt habe ich hier schon ein bisschen was abgenommen. Ich jetzt noch ein bisschen was von diesem Fett. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Filet einteilen würde. Ne? Also wie gesagt, hier vorne wäre das so die Rinderspitze. Was wir daraus machen können, zeige ich euch gleich nochmal. Die Mignons, also wirklich eigentlich, das sind diese, eigentlich nur diese Übergangsstücke, ne? So, diesen Medaillon kann man auch wunderbar kurz braten. Und jetzt kommt das, was wahrscheinlich jeder schon mal gegessen hat, diese klassischen Medaillons, ne? Ich nehme jetzt so ein Ladies Cut, 150 Gramm. Soll ich nochmal einmal so eine richtige Männerportion. 250. Das sind wahrscheinlich wirklich die Steaks, die man vom Philly kennt. Diese klassischen Philly Steaks in jedem Restaurant erhältlich. Aber hier siehst du auch schon einmal diese ganz tolle intermuskuläre Marmorierung, die gerade beim Philly auch nochmal weniger ist als bei anderen Stücken, als beim Ribeye zum Beispiel. Aber das zeichnet das natürlich auch und das macht nachher einfach dieses ganz soft und ganz weich und vor allem auch der Geschmack. Ne? Jetzt kriege ich hier noch ein tolles Medaillon raus. Ja. Guck mal. 1, 2, 3, 4. 2 Männer, eine Frau, ein Kind. Und jetzt hat man hier diesen klassischen Filetkopf. Den könnte man jetzt binden, dann hat man wieder sowas. Dann ja, kann man den als Filetbraten machen. Wir machen das allerdings ein bisschen anders, weil wir hier raus heute, das erste Gericht, wird nämlich ein klassisches Tartar werden. Wir machen das jetzt hier so ein bisschen Crossover, wie es in Australien auch ganz üblich ist, so ein bisschen asiatisch. Das heißt mit einer Teriyaki-Soße und ein paar Schalotten drin, ein bisschen Koriander und dann machen wir das jetzt als erstes, auch wenn es roh ist, weil ich möchte das so ein bisschen mariniert haben. Also ich möchte nicht sofort das essen, sondern das soll erstmal so ein, zwei Stündchen marinieren im Kühlschrank. Und dafür pariere ich mir das doch jetzt ziemlich sauber, weil ich möchte jetzt gerade bei so einem Tartar kein Fett oder keine Sehnen, keine Knüppelchens irgendwie da drin haben. Das besteht ja eigentlich aus diesem rohen Stück, was dann immer sehr, sehr fein sein soll. Ne? Auch hier kann man jetzt auch wieder Medaillons oder Mignons rausschneiden. Wir machen jetzt, wie gesagt, erst in feine Scheiben. So. Man könnte das jetzt auch durch den Wolf drehen. Das ist ehrlich gesagt immer so diese, ja, wie mache ich mir das Leben besonders einfach, ne? Aber dadurch wird das halt so ein bisschen cremiger, einfach durch diese Sache. Und dann ist es nicht mehr dieses kernige Tartar, wie man das vielleicht auch kennt. Genau, alles in kleine Scheiben. Ich drücke das jetzt noch ein bisschen platt. Und dann schneide ich mir so Streifen runter. Damit fange ich an. Zack. Relativ einfach. Und jetzt ist es halt wirklich ein tolles Messer, ein leichtes Messer, ein Messer, was ihr auch wirklich gut in der Hand habt. Und dann immer und immer wieder, das ist jetzt kleine Würfel schneiden. Jetzt kann man das ganz, ganz fein machen, dass ihr nachher wirklich wie so eine feine Bretmasse habt. Ich mag das allerdings immer ein bisschen, dass es so ein bisschen rustikaler ist. Also man darf schon ein bisschen Struktur bei so einem Tartar schmecken und fühlen, dass so diese Konsistenz, ja.
aber auch wirklich ein ganz simpel und einfaches Gericht, was, glaube ich, immer gut ankommt und was, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute mögen, weil es auch in so vielen Varianten gibt. Also wir machen jetzt so diese asiatische Variante, dann gibt es so diese klassische Variante, dann gibt es aber auch nochmal so eine halbgebratene, das heißt, man macht so kleine Förmchen oder wo man das dann reinmacht und brät es dann einfach nur von links und rechts an, wie so ein geflammtes Sushi, könnte man sagen, das auf der einen Seite einfach so ein bisschen anfängt zu garen. So, ich lasse das so grob, genau, das hier einfach in meine Schüssel. Genau, das mariniere ich jetzt gleich noch. Ich schneide mir nur eben das Fleisch hier einfach noch zurecht. Jetzt haben wir hier noch den Rest. Da können wir auch tolle Medaillons noch rausmachen. Oder wir könnten da auch noch ein paar Streifen rausmachen für ein Bœuf Stroganoff Filet geschnetzeltes oder einen tollen Salat machen und einfach noch ein paar Rinderstreifen drauf machen. Wir machen aber jetzt, das ist das Zweite, machen wir noch ein paar Spieße, die wir ja ein bisschen fruchtiger, schärfer marinieren werden mit so einer Mango-Chili-Soße und die einfach links und rechts auf den Grill werfen und die wir dann nachher mit ein bisschen Salat oder auch einfach als Appetizer, die man einfach so leicht essen kann. Dafür nehmen wir die Filetspitze und schneiden die einfach so runter. Jetzt nehme ich so, sind ja zwar keine asiatischen Spieße, aber ich habe mir jetzt einfach so Bambusspieße besorgt. Und mache ich die immer so. Zack. Kann ich zwei, drei Stücke. So nehmen die gleich einfach diese Marinade einfach super auf. Ja, das Filet haben wir jetzt zerlegt. Ich habe jetzt gerade mal einen Platz sauber gemacht. Jetzt marinieren wir das Tatar, das Fleisch. Ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen Salz, mache ich noch ein bisschen drauf. Ein bisschen unsere Teriyaki-Soße mit dem gerösteten Sesam. Nicht ganz so viel, weil wir möchten ja auch ein bisschen was von dem Fleisch schmecken. So ein Schuss reicht. Nehme ich mir noch den Timut-Pfeffer. Der hat halt einfach so eine tolle, fruchtige Note. Den zerstoße ich jetzt einfach ein bisschen. Ich nehme jetzt hier, weiß ich nicht, eine Prise würde ich jetzt einfach sagen. Hier sind das 10, 15 Körner. Mache ich mir einfach ein bisschen klein. Das Wichtige ist beim Tatar, dass man nachher ein tolles Gefühl auf der Zunge hat. Also ich mache das ja eh schon relativ fein. Und wenn ich da jetzt so diesen groben Pfeffer reinmachen würde, das wäre einfach kein tolles Mundgefühl, ne? Ja, jetzt ist er einfach ganz fein. Der riecht auch einfach so wunderbar fruchtig. Ein bisschen Koriander. Wer Koriander jetzt nicht ganz so doll mag, kann den auch rauslassen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Aber der hat natürlich immer so einen Eigengeschmack. Einfach ganz fein unterschneiden. Auch nicht zu grob lassen, da eher ein bisschen feiner arbeiten, weil wie gesagt, dieses Gefühl ist gleich einfach besonders wichtig. Und ich mache auch noch eine Schalotte mit rein. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich keine Schalotte damit reinmache, dass mir da irgendwas fehlt. So ein bisschen diese Würze, aber auch diese Süße von so einer Schalotte ist für mich immer wichtig. Jetzt habe ich natürlich hier ein super Exemplar erwischt. Ich hoffe, das funktioniert noch. So. Wichtig. Hier jetzt aber auch, dass wir die auch wieder ganz fein schneiden. Ne? Machen wir jetzt erst ein paar Stifte. Und bevor das jetzt wieder in die Kühlung geht,
mische ich das jetzt einfach alles einmal durch. Und das kann einmal in die Kühlung jetzt. Einfach erstmal ganz leicht mal mariniert. Ne? Das können wir gleich nochmal abschmecken. Und dann gucken wir, ob da noch ein bisschen Soße oder Gewürz dran muss. Ja, dann mache ich noch einmal schnell sauber. Und dann sehen wir uns gleich bei den Spießen wieder. Unsere Spieße, die haben wir ja gerade schon aufgespießt in diesem Schlangenformat, so wie die Asiaten das machen. Und wir marinieren das jetzt einfach nur ganz leicht. Ich nehme auch keinen Salz, keinen Pfeffer. Ich nehme erstmal nur unsere Mango-Chili-Soße. Genau. Das ist einfach, ihr könnt es auch mit einem Messer oder mit einer Gabel machen. Ich mache das mit den Fingern. Da kriege ich das auch wirklich da nochmal so ein bisschen einmassiert da zwischen. Und jetzt hat man natürlich immer durch so eine Soße hat man die Gefahr, dass die Soße erst anbrennt, bevor das Fleisch fertig ist. Aber das hilft uns bei diesem Spieß einfach besonders, weil wir dann ganz schnell eine tolle Kruste bekommen durch diese Soße. Und dann haben wir das Rinderfilet aber von drinnen noch rosa. Im besten Fall natürlich. So, ich würde sagen, wir haben hier alles vorbereitet. Das Tatar geht jetzt in die Kühlung, Spieße nehme ich mit raus, Medaillons, Mignons nehme ich mit raus, die grillen wir draußen und dann sehen wir uns am Grill wieder. Unsere Spieße, die ja schon so mariniert sind, sollten jetzt auch nicht auf direkt auf die richtig heiße, weil sonst karamellisiert einfach dieser Zucker, der da drin ist und würde einfach nur noch schwarz werden. Und dann lassen wir den Sachen einfach ein bisschen Zeit. Machen wir so 3-4 Minuten von jeder Seite, dass es auch eine tolle Farbe bekommt bei richtig hoher Hitze. Und machen den Deckel einfach zu. Ja, das sieht doch schon gut aus. Wir lassen das jetzt einfach noch mal ein bisschen indirekt ziehen. Und dann sind wir in ein paar Minuten, gehen wir wieder rein. Und dann schneiden wir das drinnen wieder an. Und dann wird es auch gegessen. Bis gleich. Ja. Unser Filet ist fertig gebraten, unsere Spieße, unsere Medaillons. Wir warten jetzt noch drei, vier Minuten ab und lassen die einfach so ein bisschen ruhen. So kann sich der Fleischsaft einfach wieder ein bisschen zurück in die Fasern bewegen und man hat ein durchgängig gleiches Ergebnis. Aber was fehlt uns eigentlich jetzt hier noch? Ich würde sagen, ein ganz, ganz toller Wein. Und dazu haben wir uns heute den Paul von den Weinfreunden eingeladen. Hallo Sascha. Hi Paul. Was hast du Tolles mitgebracht? Ich habe was mitgebracht vom Weingut Penfolds aus Südaustralien, nee, von Adelaide. Eigentlich der Klassiker aus Australien, wenn man so jetzt auch die Weingüter hier in Deutschland sich mal anschaut, was man so zur Verfügung hat. Ein Klassiker-Cuvée, 1976, das erste Mal assembliert Shiraz Cabernet. Kräftig. Würzig, spiegelt eigentlich so das wieder, wofür Australien steht. Mhm. Und ich habe ja schon ein bisschen zugehört, was du über Australien gesagt hast, die großen, weiten Flächen, die Sonne, die Hitze, alles, was da so reinspiegelt, ja, trifft sich in diesem Wein wieder. Spannend. Ich zeige dir einfach mal nur die Farbe allein schon. Ich glaube, da blutrot. Oh, der riecht jetzt schon direkt, ne? Man hat die Nase noch nicht mal reingehalten. Richtig, genau. Also da haben wir eben das Thema Shiraz, 75% Shiraz, 25% Cabernet Sauvignon, fruchtig, Power, Tannine. Ich glaube genau das, um jetzt so ein bisschen auch mit dem Rinderfilet hier zu spielen. Ja, ich würde sagen, Paul, lass doch mal probieren. Zum Wohl. Wow. Ich weiß gar nicht, wo man da jetzt anfängt, das zu beschreiben. Ne? Das ist so. Ich muss nochmal ein Stückchen gehen. Sehr gut. Also vom Geruch her, das unglaubliche dunkle Beerennoten. Es gepaart mit so einer gewissen Frische, die sich, finde ich, auch gerade so beim ersten Schluck auch so widerspiegelt. So eine schöne Säurestruktur, die einfach auch so ein bisschen guten Trinkfluss macht. Gar nicht so eine Schwere, dass man irgendwie erschlagen wird auf der einen Seite. Aber nach hinten raus hast du doch relativ lange eigentlich ein schönes Aroma.
ein bisschen dieses leicht Pfeffrige vom Cabernet Sauvignon kommt raus. Also ich bin ein toller Begleiter zum Essen, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir damit durch sind, dass wir danach mit Sicherheit noch ein Gläschen trinken werden. Das würde ich auch so machen. Aber sag mir mal, was ist das jetzt für ein Wein? Wozu hast du das jetzt ausgesucht? Wir haben ja das Thema Australien jetzt. Hast du den Wein jetzt aus Australien genommen, weil wir das Thema Australien haben? Oder weil es auch einfach so dieser perfekte Begleiter zum Rindfleisch ist? Und jetzt haben wir sogar ja noch speziell sogar eigentlich drei Arten. Wir haben sogar einmal so dieses asiatische Rindfleisch, rohes Rindfleisch. Dann haben wir das so ein bisschen süß, schärflich mariniert. Aber auch jetzt beim Filet, bei den Medaillons, einfach ganz klassisch gelassen. Ist das dann so ein Allrounder, der so zum Rind passt? Oder ist das jetzt eher nur für die Medaillons gedacht? Genau, also ich glaube, beim Wein und dem Essen muss man auch immer schauen, was einem so selbst einfach wichtig ist an der Stelle, wie du schon sagst. Ich finde hier natürlich die Grundidee zu sagen, wir haben hier ein wirkliches Qualitätsprodukt aus Australien. Und einfach dem auch einen australischen Wein dagegen zu setzen, finde ich schon vom Gesamtfeeling her schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite hast du natürlich sehr, sehr viele Geschmackskomponenten, wie du sie gerade aufgezählt hast. Und das ist definitiv schwer, jetzt einen Wein für alles zu finden. Also das Thema Allrounder. Definitiv finden wir das hier schon, weil die Fruchtnuancen sehr komplex sind. Ich würde dann auch immer auf so ein Cuvée setzen, einfach weil du dann auch die Nuancen anders ausspielen kannst. Spannend definitiv hier einfach, du hast das Thema Frucht und Power in Kombination mit den Röstaromen, mit der Teriyaki, mit der Würze. Und da brauchst du auch etwas, was einfach dann von der Kraft her dagegen halten kann. Ja, also mir schmeckt der schon mal sehr, sehr gut. Ich sag einfach, weil er nicht so schwer wirkt. Also gerade am Anfang finde ich den sehr leicht. Da wird dann so ein bisschen was, ich glaube, der passt schon sehr, sehr gut zu Rindfleisch, auch zu sehr feinem Rindfleisch, muss man dazu sagen. Ne? Definitiv, vor allem, und ich glaube, das ist halt auch, aber jeder, der vielleicht mal in Australien war und auch so ein bisschen Herzblut dahinter dann noch hat, so ein bisschen Emotion, kennt vielleicht auch dann dieses Weingut, kennt vielleicht sogar auch diese Cuvée, deshalb habe ich sie auch mitgebracht, weil sie einfach auch so ein bisschen gängig ist und einfach auch dann was Positives damit verbindet. Und das, was du schon sagst, er ist nicht zu kräftig, obwohl er sogar 12 Monate noch im Eichenfass gelagert ist, hat er doch diese leichte Vanillenote und nicht diese schwere. Und das finde ich ganz schön. Bei Penfolds, ich meine mal, das ist eine schöne Anekdote, wenn ich die einfach erzählen darf, gegründet von einem Doktor, Dr. Penfolds, 1844. Und der hat Wein damals angebaut, um daraus ein Tonikum zu machen, so eine Art Portwein Sherry, und den in seiner Behandlung einzusetzen. Oh. Jetzt hat er aber so gut geschmeckt, dass er an die Nachfrage gestiegen ist und dann hat er ein bisschen umgesammelt und hat dann eben dann Weingut rausgemacht. Heute knapp 200 Hektar, also wirklich einer der führenden in Australien. Viele Vertragswinzer, die ihn auch da unterstützen, die Flächen bestellen. Also Top-Qualitäten über Jahre hinweg und definitiv ein Aushängeschild für Australien. Ja. So, sollen wir das Fleisch direkt mal dazu probieren? Ich schneide einfach mal was vom Medaillon an. Mhm, gerne. Ne? Da ist jetzt noch nichts dran, ne? Also ich habe noch kein Salz, kein Pfeffer dran. Das mörser ich mir gleich einfach nochmal. Ich mach mal hier das ein bisschen zur Seite. Und dann sehr gut sieht das aus. Ja. Und jetzt kann man natürlich immer gucken, möchte ich einen Pfeffer da drauf haben? Mhm. Weil ein Pfeffer natürlich immer so eine eigene Aromenwelt auch hat. Ne? So ein normaler Pfeffer, den man im Supermarkt bekommt, ist halt mehr immer so dieser ein bisschen scharfe, aber auch meistens, gerade dieser Weiß, ist ziemlich neutral. Da musst du schon eine Menge reinschütten. Wir zum Beispiel haben jetzt ja bei dem Tatar diesen Timut-Pfeffer, der hat so eher so diese Grapefruit, diese Zitrusfrüchte. Ne? Deswegen, wenn du das Fleisch wirklich probieren möchtest, kann man das natürlich auch wirklich komplett ohne Gewürze machen, auch ohne Salz. Ich finde, Salz unterstützt einfach diesen eigenen Geschmack dann einfach nochmal. Ich finde, was schön ist, gerade dieses Meersalz, diese Flocken dahinter, wenn es so crunchy ist, wenn es einfach noch so ein bisschen... Hier ist jetzt nochmal was von unserem Spieß. Das war so eine Mangosoße, hattest du. Genau, gerade, richtig, ja. Das ist so ein bisschen schärfer, aber auch gleichzeitig fruchtig. Und dann einfach von unserem
Tatar. Ne? So, mische ich nochmal. Magst du Koriander? Koriander ist ja immer so ein Ding, was viele mögen und dann mögen es aber auch gleich viele nicht. Das spaltet halt so diese Nation. Ne? Für viele ist es eher so ein Seifenpulvergeschmack und für manche ist es die Erlösung, aber die knallen das überall drauf. Ne? Also ob es die Erlösung ist, würde ich nicht sagen bei mir, aber ich mag es schon sehr gerne. Also wenn es authentisch ist und dazugehört, bin ich ein großer Fan davon. Ich verwechsel es immer gerne mit Blattpetersilie. Passiert, glaube ich, mehr. Ja. Aber so bin ich ein Fan davon, freue mich. So ein bisschen Fusion-mäßig, ne? So schon sehr modern. Genau, richtig, ja. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das einmal mit den Fingern einfach ganz rustikal. Probier mal. Grandios. Du hast halt dieses, beim Rinderfilet immer dieses ganz softe, dieses ganz weiche, ne? Könntest es wahrscheinlich sogar ohne Zähne essen. Aber auch jetzt durch dieses Grillen einfach diese tolle Röstaromen. Und dann passt dieser Wein wirklich super dazu, ne? Also zu diesem gegrillten Filet passt der schon mal sehr, sehr gut. Dann lass uns das mal hier probieren. Unterstreicht ein bisschen durch das Holzwasseraroma, die Vanille, die da durchkommt, die Röstaromen, ja, ne? Die auch jetzt so durch das Grillen jetzt gekommen sind. Guck mal, jetzt haben wir jetzt diese Mango-Chili-Soße. Gucken, ob der Wein da... Auch hier wieder diese Textur, sehr, sehr cremig. Ja. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass du noch mehr diese Marinade hast, sowieso zu viel eingetunkt. Mhm. Aber sie ist richtig schön schmelzig drumherum. Ja. Wie so ein Mantel. Gut. Ich finde es jetzt auch nicht zu scharf, auch nicht zu fruchtig. Sonst hat schon, du schmeckst schon diesen eigenen Rindergeschmack, obwohl es jetzt mariniert war. Ne? Aber ja. War jetzt gerade wirklich die super Mischung zwischen nicht zu viel Marinade, das kann ja auch oft passieren, ne? Hast du im Supermarkt diese Schalen, wo einfach ein Liter Marinade drauf ist, wo du nichts mehr vom Fleisch schmeckst. Sehr, sehr schade, ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube da, jetzt kommt allerdings das spannendste Projekt, glaube ich. Mit dem Teriyaki, ne? Teriyaki ist schon so eine Kraft für sich und auch das Rindfleisch, für das ist es auch nicht immer das Einfachste. Jetzt ist halt die Dosierung fast das Wichtigste, ne? Nicht zu viel. Nicht zu wenig, ja. Mache ich mir bei dir jetzt aber wenig Sorgen, dass du das nicht geschafft hast. Ja, manchmal sind das einfach nur Nuancen. Guck mal, schöne Nocke auch noch geformt, hervorragend. Genau, ich mach mal hier, guck mal, eine für dich. Riechen du das schon mal? Unglaublich, der Koriander, der da. Der Koriander, ne? Aber auch diese Süße von der Teriyaki-Soße. Das meinte ich zum Beispiel. Ne? Du schmeckst das Rindfleisch noch raus, aber es ist natürlich nicht so stark wie jetzt bei dem nur mit Salz gewürzten. Ne? Es hat natürlich schon so ein bisschen diesen Koriander, Teriyaki, dieses Süße von dieser Teriyaki, auch ein bisschen diese Schalotte, finde ich. Aber es ist halt nicht ganz weg. Vielleicht ist es auch für den Mund einfach immer ein bisschen, umso mehr Geschmack da drin ist, umso feiner werden diese Aromen einfach. Ne? Also wenn du der Mund sich auf ein Produkt konzentrieren kann, ne? Dann ja. Ich glaube, das Schöne einfach hier, du hast es wirklich geschafft. Magst du noch mal probieren? Mach einfach rein, komm. Einmal? Wir können das auch leer machen. Aber dann machen wir die Flasche Wein auch leer, sag ich dir. Also was dir sehr gut gelungen ist, ist, dass du wirklich wie so kleine Kicks hast. Du hast in der Nase am Anfang diesen Koriander, der dich so ein bisschen begrüßt. Dann kommt dieser Schmelz vom Rinderfilet dazu, der auch geschmacklich daher gut funktioniert, auch gar nicht tranig wirkt, also gerade irgendwie auch so einen sehr, sehr frischen Geschmack mitbringt. Dann die Teriyaki-Soße, die das so ein bisschen abrundet und am Ende die Schalotten, die wie so kleine Crispy-Bombs dann so aufgehen und dann nochmal so diesen leichten Schalottengeschmack hinterlassen. Ja. Gutes Geschmackserlebnis. Ja, Paul. Hervorragend. Danke dir auf jeden Fall für diesen Wein. Ich glaube, der passt wirklich hervorragend dazu. Ich
glaube auch, dass es übergreifend wahrscheinlich ist, nicht nur zum australischen Rindfleisch, sondern dass es wirklich ein toller Wein ist für so Rindersteaks oder für, wie man jetzt auch gesehen hat, selbst wenn es ein bisschen mariniert ist oder ganz mariniert ist, da passt er, glaube ich, schon ganz gut. Also bin ich komplett bei dir. Der Wein bringt alles mit, was man zum kräftigen Essen braucht, gerade auch das Fleisch gut untermalt. Ich finde es immer schön, wenn man irgendeine verbindende Komponente hat. Und das wäre in dem Fall nicht nur Australien, sondern einfach auch so ein bisschen die Idee dahinter vom Wein, gerade der Shiraz-Rindfleisch. Ich glaube, eine Kombination, die göttlich ist. Paul, ich muss dich noch mal was fragen. Jetzt noch was, Friedrich. Das kommt. Warst du schon mal dort? Leider nicht, nein. Leider nicht. Ich glaube, das sollten wir mal zusammen machen. Wir gehen uns dieses Weinfeld angucken und diese Rinder. Ich guck gleich mal in den Kalender mit. Ja, dann würde ich sagen, zum Salut. Wohl. Der Wein hat wirklich super gepasst. Ja, und wenn ihr schon mal auf nächste Woche blicken möchtet, dann könnt ihr euch freuen. Es steht was ganz, ganz Besonderes an. Und ich glaube auch, der Paul wird nächste Woche dabei sein, weil es dann noch klassischer zum Wein gehen wird. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.